Willkommen. Das folgende Video gibt Ihnen einen Überblick über die Kernelemente von Rogers Menschenbild. Ausgehend von seinem Menschenbild postuliert Rogers ein allgemeines Ziel von Bildung und gleichzeitig von Therapie. In allgemeinen Didaktiken verwendete Bildungsbegriffe gehen durchwegs von einem bestimmten Menschenbild aus. Damit steht die anthropologische Begründung von Rogers Pädagogik hier im Mittelpunkt. Die Grundlage für Rogers Menschenbild ist die Auffassung des Menschen als aktiv. Die menschliche Aktivität basiert auf der Aktualisierungstendenz des gesamten Organismus. Dieses allgemeine Entwicklungsprinzip des Menschen, die Aktualisierungstendenz, versteht sich als Streben nach Wachstum, Differenzierung, Autonomie und sozialkonstruktiver Werthaltung. Diese Form der Aktualisierung dient zur Selbstentwicklung und Selbstentfaltung. Ein weiterer Prozess ist die Selbstaktualisierung. Dieser Prozess gilt für das Subsystem des Organismus, das Selbst. Es führt zur Behauptung des Selbstkonzepts und dient zur Selbsterhaltung sowie Beharrung. Selbstaktualisierung kann damit zu einer Diskrepanz mit der Aktualisierungstendenz führen. Darüber hinaus postuliert Rogers, dass der Mensch das Potenzial hat, frei zu sein. Wenn Rogers Freiheit sagt, dann meint er eine Freiheit innerhalb des Individuums, eine Freiheit der eigenen Einstellung gegenüber allen möglichen Lebenssituationen. Neben diesen individualistischen Merkmalen seines Menschenbildes hat dieses auch relative Nuancen. Rogers schreibt dem Menschen das Bedürfnis nach positiver Beachtung zu und beschreibt ihn so als unheilbar sozial. Menschen, die vor diesem Hintergrund eine optimale Erfahrung persönlichen Wachstums gemacht haben, in Rogers Sinne ausreichend therapiert sind, werden zu sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Personen. Der gebildete Mensch als die sich verwirklichende und voll handlungsfähige Person ist damit Rogers Bildungsideal. Die sich verwirklichende und voll handlungsfähige Person als optimaler Mensch und vor allem die zugrunde liegende Frage, was ist der optimale Mensch, kann kritisch hinterfragt werden. In dieser Frage steckt die Prämisse der Optimierbarkeit des Menschen und auch ein allgemeines Endziel. Dieser Prämisse ist vor allem vor dem Hintergrund unserer nationalen Geschichte mit viel Skepsis zu begegnen. Rogers kritisiert jedoch im gleichen Atemzug auch den Normalitätsbegriff. Mit Blick auf die Frage nach dem normalen Menschen stellt sich für ihn die Folgefrage nach der Konstitution von Normalität. Rogers meint, wenn Normalität als die optimale Anpassung an bestehende Gesellschaftsformen und Verhältnisse bestimmt wird, dann ist Normalität eigentlich unbestimmbar, weil es unterschiedliche Gesellschaftsformen und Verhältnisse gibt. Rogers bietet so, wie in allgemeinen Didaktiken üblich, die Orientierung an einem Menschenbild und versucht, dieses unabhängig von den bestehenden Gesellschaftsformen und Verhältnissen zu entwickeln. Sein anfangs ausgeführtes Menschenbild und die davon ausgehenden Überlegungen zu Bildungszielen bestimmen die Grundlage von Rogers Bildungsbegriff. Ein letztes wichtiges Momentum des Rogerschen Verständnisses von Bildung ist, dass Therapie und Bildung als Prozess gleichbedeutend sind. So wie Therapie von einem inneren Prozess als auch einem Kommunikationsprozess zwischen mindestens zwei Menschen geprägt ist, ist auch der Bildungsbegriff von diesen Merkmalen geprägt. Rogers Bildungsbegriff ist von einem bestimmten Menschenbild geprägt. Rogers sieht den Menschen als aktives, freies und soziales Wesen. Frei bedeutet für Rogers die Möglichkeit der Bewertung der eigenen Lebensumstände. Aktivität bezieht der Mensch aus der Aktualisierungstendenz und sozial wird er durch das Bedürfnis nach positiver Beachtung. Rogers Bildungsbegriff ist auch stark mit dem Prozess der Therapie verbunden. Therapie und auch Bildung sind Prozesse innerhalb eines Menschen, Kommunikationsprozesse zwischen zwei oder mehreren Menschen, und Therapie als auch Bildung sollen immer an der Person zentriert sein, also den lernenden bzw. zu therapierenden Menschen in den Mittelpunkt stellen. Rogers allgemeines Bildungsziel ist die sich verwirklichende und voll handlungsfähige Person. Person hat in diesem Zusammenhang eine besondere Konnotation. Der Mensch wird zur Person, wenn er austherapiert bzw. ausgebildet ist.
Der damit verbundene optimale Mensch als Person kann dabei auch durch die daraus folgende Möglichkeit der Optimierbarkeit des Menschen durch Therapie bzw. Bildung geprägt werden. Diese Prägung ist vor dem Hintergrund des nationalen Gedankenguts durchaus kritisch zu betrachten. Gleichzeitig wehrt sich Rogers gegen einen gesellschaftsnormativen Normalitätsbegriff und entwickelt sein Menschenbild anhand von individuellen Grundannahmen über die Natur des Menschen. In diesem Sinne ist er als Gegenpol zum rassischen Menschenbild zu interpretieren. Rogers Bildungsbegriff entwickelt sich über ein humanistisches Menschenbild, das philosophisch begründet ist. Bildungsprozesse unterstützen den Menschen dabei, seine aktive, soziale und freie Natur zu entfalten. Rogers Idee von Bildung und Therapie soll letztendlich zu sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Personen führen. Der damit verbundene personenzentrierte Ansatz schlägt eine Brücke zwischen Psychotherapie und Bildung.